Zivilcourage bedeutet für mich in erster Linie, sich stets und auch öffentlich für die Menschen- und Grundrechte, für Toleranz und Freiheit, für demokratische Grundrechte einzusetzen. Hedwig Bodenstein hat sich mit einer solchen zivilen Courage innerhalb der österreichischen Freiheitsbewegung für die Freiheit Österreichs eingesetzt und hat nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich Flugblätter verteilt, Schulungs- und Propagandaschriften verfasst, gegebenenfalls übersetzt und teilweise in die Schweiz geschmuggelt. Sie hat darauf vertraut, dass auch unter dem Nationalsozialismus noch die genannten Grundrechte existieren. Aber in dem nationalsozialistischen Terrorregime zählen solche Grundrechte nicht. Hedwig Bodenstein wurde verhaftet, wegen Beihilfe zur Vorbereitung von Hochverrat verurteilt. Ihrer wird heute an der Universität Wien in dem Gedenkbuch für die nationalsozialistischen Opfer gedacht.